Hallo Leute und herzlich willkommen zu Minecraft Prison zusammen mit Red. Hallo! Ja, es ist irgendwie wieder spät. Zumindest für mich. Ja, Leute, wir spielen heute Minecraft Prison. Ich weiß gar nicht, was das Ziel von der. Oh Gott, tut mir leid, Huhn. Was das Ziel ist von der heutigen Folge. Hast du gerade das Huhn umgebracht? Nee, nur angeschossen. Kann mal passieren. Mikey macht Herzen. Oh yeah. Oh, ja, ich Mikey steht mittendrin in dem Gamebang, Alter. Alter, es sind echt viele Hühner, aber so muss das, so ist das gut. Wir brauchen unbedingt Essen. Ja, eben. Das ist unsere McDonald's Chicken McNuggets Farm. Genau. Ja, genau. So, Ding, okay. So ein Ding ist das nämlich. Ja, so was ist aber jetzt unser Ziel? Unser Ziel für die heutige Folge ist, du drückst einfach mal die Erfolgetaste, ja? Erfolgetaste? Habe ich immer noch nicht. Ja, also Escape und Erfolg. Ja, ja. Und zwar haben wir als Erfolg noch Spiel mit dem Feuer erleichtere eine Lohe um ihre Route. Das müssen wir noch machen. Okay. Damit wir dann Tränke brauen können und so. Ein Zaubertisch wäre auch ganz nice. Den können wir noch nicht machen, weil uns das Zuckerrohr fehlt. Stimmt, wir haben noch kein Papier. Übermächtig. Wir können diesen übermächtig machen, indem wir einfach indem ich einfach diesen Apfel esse. Dann gehen wir in den Nether, weil dann kriege ich auch keinen Feuerschaden so und ich habe richtig viel HP so. Und dann flexen wir eine Lohe. Ich möchte erstmal noch ein Schild, ja. dann bin ich dabei. Wir keine Rüstung mehr haben. Ne, stimmt, wir haben keine Rüstung mehr. Die ist Kannst du mir ein Eisen geben? Stimmt, ich habe auch gar nichts mehr. Scheiße. Ja, hier kriegst du ein Eisen. Ich will mir noch ein Schild machen, weil sonst bin ich komplett verloren. Ich mache wenigstens mal eine Chestplate. Kannst du mir auch eine machen? Oder haben wir dafür nicht genug? Also wir haben doch genau 8 Eisen, das reicht für eine Chestplate, aber die Sache ist, die Frage ist, ob sich das lohnt, ja? Weil dann haben wir nämlich gar kein Eisen mehr. Deswegen lassen wir das erstmal. Ja, ist vielleicht auch besser, okay. Ja, so, immer hier ist immer noch dieser gebrannte Hilfe. Ich habe auch kein Eisenschwert, ja? Aber so. Ich habe ja noch Pfeile und einen Bogen, das ist wichtig. Da sind noch mehr Pfeile drin, wie sage ich jetzt, ein Stack Lapis Lazuli im Inventar. Sagst du Lapis Lazuli oder sagst du Lapis Lazuli? Ich sag schon Lapis Lazuli. Also schnell eigentlich. Okay, aber es gibt halt schon Leute, die es langsam sagen. Ich nehme auch mal den Plünderungsfisch noch mit. Ja, mit Plünderung 3. Wobei, nee, lassen wir lieber hier, nicht, dass wir drauf gehen hier. Wir haben halt kein Essen, Junge. Junge. Wieso stehen jetzt hier zwei Bäume? Ja, die sind halt gewachsen. Aber die Karotten. Warte mal, wir können doch Karotten mitnehmen, indem wir einfach mal ein bisschen mit dem Knochen spielen. Okay. Haben wir noch Knochen mehr? Brauchen wir mal noch das Holz ab. Mach das, wenn du Spaß hast. Ja, macht echt Spaß. Ich mal kurz die Karotten hochzüchten. Weil dann haben wir wenigstens Karotten zu essen. Okay. Das erscheint mir sinnvoller, als auch so immer so 3 Weizenbrote zu machen, ja. Wir können die Schweine vermehren. Haben wir 2? Oh. Ja, glaube ich schon. Ich glaube, wir haben nur 1. Wo ist denn das 2? Eine ist hier. Also hier ist 1 vorne. Ich habe auch eine Karotte gerade in der Hand. Die Kuh fährt immer noch im Kreis. Ah ne, das eine Schwein ist ja auch runtergefallen. Die ist rausgeglitscht. Hä? Geh mal schön wieder auf die Schiene. Ja, so gesehen das aber nicht. Die sind doch nicht. Hä, ein Schwein ist doch auch ins Loch gefallen und gestorben. Halt. Ja, ich weiß, habe ich ja gerade gesagt. Die Folge schneide ich gerade. Achso, okay, lol. Ja, sagen wir es so. Ich habe jetzt Essen. Hast du auch was zu essen? Ich habe auch ein bisschen was, ja. Ich habe 23 Karotten, das ist gut. Oh Mann, ich habe 7 Karotten. Okay, wo ist unser Netherportal? Ach, das ist unten, ne? Ja, ja. Ja, ja. Oh, wie du hier alles aus Bruchstein so langsam. Oh, okay, dieses Portal einfach. Ja, das muss hier mal auch ein bisschen Form annehmen, you know. So. Direkt erstmal blocken. Im Nether waren wir ja noch gar nicht. Doch, wir waren ganz kurz hier. Ja, dann können aber wir das aber die. Oh Gott, der kommt ja rein. Wie überschreckt, als er plötzlich in uns war. Wieso kommt der da rein? Man kann aus der Border rausschießen, das ist auch der Erfolg mit dem Skelett easy. Wir müssen aus der Border rausschießen. Man kann hier einfach aus der Border raus. Ah, ne, doch nicht, lol. Dachte schon. Hier gibt's Level. Ah, das lohnt sich erst noch nicht. Das lohnt erst, wenn wir einen Verzauberungsfisch haben. Die Frage ist jetzt, wo spawnen hier Lohen? Irgendwie oben oder unten? Wollen wir nach oben oder nach unten gehen? Ey, ich weiß nicht, ey. Ich hab halt keine Ahnung. Ich denke eher oben, auch nicht. Oder? Okay, dann gehen wir hoch. Ich baue mal einen Weg, ja? Ist hier überhaupt eine Festung in der Nähe? Nee. Ja, vielleicht oben. Da drüben ist einfach eine Gasträne. So traurig, dass wir die nicht holen können. Schade. Doch, wenn man... Ah, nee, wir sind ja nicht in Fortnite. Ich wollte gerade sagen, wenn man sich eine Angel macht und dann kann man die ja angeln, aber das ist ja nicht in Fortnite hier.
Ja, Leute, ich hab vielleicht Leeres, ein bisschen Fortnite gespielt. Ja, wirklich. Aber es kommt bald. Okay, nach Prison kommen geile Fortnite-Videos. Oh Gott, ich bin hier fast ins Lava gefallen. Ins Lava? Ja. Er hat einfach Lava. Ja, komm doch mal hoch. Ich habe jetzt nach oben gebaut. Ja, ich gehe jetzt mal nach unten. Ich muss halt so aufpassen, wenn ich hier runterfalle, bin ich tot, ne? Fallschaden. Ja, fühle ich. Kann man nicht runterfallen? Aber bei mir kickt die Lava, nicht das. Nicht das Fallschaden. Ich höre Lohn. Ich höre Lohn. Echt? Oh, ja, ja. Wie konnte ich anfangen zu brennen? Hä? Ja, aber die Lava spuckt so Funken. Oh, Junge, so unnötig. Wo sind Lohn? Ich höre hier oben welche jedenfalls. Also ich bin so sie. Verwirrt, dass sich der Boden bewegt. Hilfe, mir wird schlecht. Der bewegt sich so ein bisschen, ja. Das ist ganz wild. Alter, ich baue mal hier weiter nach oben, ja. Ja, ich komme mal mit. Hier links höre ich Feuer, also muss ja links die Lohn sein. Jetzt höre ich über mir Feuer? Ich habe Lohn gefunden. Hier sind welche. Ich glaube, ich sehe eine. Ah, ich brenne. Aua, ich bin übermächtig, alles gut. Ich geh fighten, ja. Oh mein Gott. Alter, ich habe nur noch 2 Herzen. Und Lohn-Dingens haben wir auch. Geil, ich habe extrem. Ich habe Feuerresistenz jetzt. Ich fight hier kurz oben die Lohn. Aber wir müssen aufpassen, weil hier sind auch Schweineleute. Auf was hältst du die denn weg? Ja, hä? Ja, die ist tot. Die spawnt doch wieder. Die ist gerade gespawnt. Also ich habe Feuerresistenz, also mich juckt das hier nicht. Ja, mich schon. Oh, hier ist ein Spawner. Ach so, lol. Hätte man den nicht genug gebraucht? Warte, ich habe doch noch Feuerresistenz. Wie lange habe ich das? 5 Minuten. Lass ich doch schnell runtergehen. Das hätten wir doch gebraucht. Wir brauchen ja... Wieso? Wir haben doch diesen Erfolg schon. Ja, aber ach du Scheiße, wieso sind jetzt hier so viele Leute? Oh mein Gott. Nee, das Ding ist... Da sind auch Widder-Skelette, ja. Ey, diesmal... Oh, diesmal hätte ich sie nicht wie in Valhalla. Ach, das war ein Enderman, kein Widder-Skelett. Scheiße. Och, du bist so dumm. Weißt das du noch... Das sind die Endermänner. Weißt ich du dachte, noch in also ja, ich so weiß Zombie ganz geschlagen. Genau, was du meinst. Junge, aber das war dumm mit den Lohn, weil die hätten wir gebraucht, weil wir müssen ja noch so Augen craften für dann ins End. Ich bin fast tot. Ja, geh zurück, Mann. Pass auf. Ich glaube, der Enderman ist ins Portal gegangen. Ja, scheiße, ne? Ich geh jetzt zurück, kein Bock mehr hier zu sein. Ich nicht, ich muss kurz erstmal hier chillen und recken. Ja, ist er wirklich raus hier. Nee, hä? Jetzt ist er wieder weg. Oh nee, kommt jetzt wieder in die andere Dimension. Das Ding ist. Ist der immer noch aggro auf mich jetzt, wenn wir durch die Dimensionen gegangen sind? Keine Ahnung. Der hat mir Hälfte Herzen Schaden gemacht mit einem Hit. Ja, in der Irgendwas sind ist ja auch krass verbuggt. Okay. Hier ist das verbuggt, Junge. Mir wird meine Rüstung nicht als Rüstung angezeigt. Ich habe sie im Inventar und ich habe sie auch an, aber mir wird nicht die Rüstungsbalken angezeigt über dem Herzen. Jetzt wieder. Ich glaube, das hat ein bisschen gebuggt. Es ist abgehauen. Scheiße. Es ist abgehauen. Ja, wir haben eine Lohnroute. Wir können jetzt eine Verzauberung. Also, ja, aber nee, wir hätten mehrere gebraucht als nur eine. Wir sind jetzt ein bisschen am Arsch. Wieso denn? Ja, wir müssen für ins End. Brauchen wir. Wir haben doch 10 Lohnstaub. Achso, Läufe, wo haben wir denn das? Aus der Kiste. Außerdem ist doch nicht nur ein Lohnspawner dort gewesen, bestimmt. Ich weiß es nicht. Ansonsten wäre das ja gar nicht so optimiert für unsere Deppen, Alter. Guck mal, wir haben nächste. Finde das Ende und Alchemie. Braue einen Trank. Das können wir sogar jetzt machen. Wobei wir haben keine Netherwarzen. Aber die sind oben bestimmt welche, oder? Oh, wir haben ja einen Border mehr dazu bekommen. Ja, wir haben 2 Border. Das Zuckerrohr ist nah, mein King. Oh mein Gott, wir brauchen nur noch 1,5 Erfolge. Also 2 Erfolge. 3 Erfolge, oder? Nee, ja, 2. Genau, 2 Erfolge. 2 reichen. Die können wir sogar machen, Schwein, wir können den Trank. Das Schwein ist in der Gefahrenzone. Oh oh. Wieso ist das Schwein in der Gefahrenzone? Es könnte wieder runterfallen. Dann sorg dafür, dass es das nicht tut. Okay, das mache ich. Alles für die Schweine. LOL! Oh, der schwebt. Haben wir noch eine Stufe? Ja, hier. Boah, das ist einfach richtig hässlich. Oh, Paula, was machst du denn? Wir haben noch ein Schwein dazu bekommen. Ja, eben, das meine ich. Jetzt können wir endlich unsere Schweine vermehren. Wir können die Schweine. Wollen wir die nicht extra einsperren? Ja, oh, doch, Gott. Können wir. Das ist 700 Hühner geschlagen. Wir können die lass hier... Lass sie aber hier so neben das Feld, so hier hinten so, ja? Okay, das ist ein bisschen eng, aber ja, doch, können wir machen. Ja, es reicht für 2 Schweine. Ja, und bald 3 wie sind. Sieht's aus mit so Tierschutz und so? Ja, die jucken uns nicht. Was wollen die uns denn können? Wir sind hier in unserer eigenen Dimension. Oha, badass. Oh, ich sehe gerade was. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Und das heißt Loot.
So, hast du eine Kiste gefunden? Vielleicht. Also ja. Nein, vielleicht. Okay. Wir lassen das bei vielleicht, ja? Ich glaube jetzt nur die hier aus dem Wasser. Dann. Oh, ich kann jetzt hier auch endlich mal noch fischen. Ach, haben wir schon, scheiße. Hier hinten. Da. Umberg. Ein Smaragdblock. Ein Eisenblock. Myzil, Lapis Lazuli Erz. Hä? Ja, Schneeblock? Was? Hä, was ist mit dir? Da waren übel komische Items drin. Hä, ich habe jetzt einen Eisenblock, einen Schneeblock, einen Smaragdblock, drei Lapis Lazuli Erz und einmal Myzil. Ja, ist doch geil. Oder Myzel oder so. Ja, keine Ahnung. Ich tue das erstmal alles in die Kiste. Vielleicht brauchen wir das noch. Wir können noch. Ne, können wir nicht. Aber schade. Versuch was wert. Hast du mir noch eine Karotte oder so? Zwei? Ja, oh, das kleine Hühnchen ist wieder reingekommen, ne? Irgendwie. Nee, das hatte einen Unfall. Oh, das ist da nicht reingekommen. Schade. Ich habe das gehittet. Und dann habe ich so. Jetzt hab ich hier eingeworfen. Ja, da noch mehr. Und noch eins. Jawohl. Oh, es ist aber noch hier, hä? Ich brauche jetzt eine Karotte. Ich habe Karotten. Kannst du mir eine geben? Oder zwei am besten? Wir zwei. Die Schweine erstmal einloggen. Ja, eben, das kann ich machen. Oder machst du das? Das heißt, es mag dich nicht. Nicht Aua. Hä? Das Schwein hat mich geschlagen. Komm mal mit. Genau. Hä, wieso sind die nicht. Hä? Ja, die mögen dich nicht, weil du bist nicht tierschutzfreundlich. Ja, irgendwie rennt das der Karotte nicht hinterher. Doch, jetzt. Ah, das eine Schwein dreht. Ja, bring mir erstmal eins rein. Die haben keinen Bock auf dich. Die haben wirklich keinen Bock auf dich. Was für Ehrenschweine. Das sieht irgendwie falsch aus in meinem Bild. Was sieht falsch aus? Das, was ich hier tue. Och, Red. Was? Wieso bist du so? Komm schon, kleines. Oh. Gott. Chicken. Nein! Schwein, stehen geblieben. Ja, hoffentlich kriegst du jetzt Karma dafür. Nein, jetzt sind schon wieder Hühner abgehauen. Ach, Junge. Wir müssen das, glaube ich, ein bisschen erweitern. Wir müssen das eins höher machen. Die können doch über eins höher. Die gehen immer. Natürlich, du musst die eins höher machen. Nee, die gehen immer. Alter, schlag doch nicht das Schwein. Guck mal, hat doch funktioniert jetzt. Nein! Boah, Junge, Red. Warum rennt er wieder raus? Mann, die müssen hier vom Eingang weg. Das geht so nicht weiter. Komm doch her, du dummes Schwein. Alter, geht weg. Geh weg. Nein. Och, Junge. Ja, selber schon jetzt. Junge, schlägt die Hühner. Also, das ist ja auch noch ein Huhn, Junge. Okay, ab jetzt geht einfach die Regel, die ausbrechen, werden geschlachtet. Das ist dann ja, Einschüchterung. Dann schüchtern wir sie ein, dann haben die Angst, dass sie ihn sie alle ein. Komm her, Schwein, bitte. Ich habe eine leckere Karotte für dich. Um sich dem Schein wieder. Kann man diesen Baustand noch abbauen? Oh, ich hab's ja noch gemacht. Zum Glück nicht kann man ihn abbauen. Ja, also, ja, aber wenn der Lohnding drin gewesen wäre, nicht mehr. Also am besten jetzt nicht mehr so viel abbauen, ja? Ja, ich habe ihn nur kurz einmal noch. Ist jetzt richtig provokant, Karotten vor dem Schwein. Ich hoffe, es kriegt Hunger. Stimmt. Ja, guck mal, jetzt rennt's mir nicht hinterher. Es guckt mich immer noch nur dumm an. Ich dachte schon so, guck, jetzt kommst du mir hinterher, aber Plot Twist. Nein. Wenn ich wüsste, wie viel Herzen das hat, würde ich es noch einmal mit der Hand schlagen, aber. Nee, nichts riskieren, Red. Mach mal den Boden vielleicht, also mach das vielleicht mal so, dass es größer, also nicht größer, sondern höher ist. Weil die Hühner sind sonst die, also, ja. Was? Weißt du? Ja, nee, eigentlich nicht. Das Sound ist doch jetzt hier. Komm, Schwein, zu deinem Kumpane. So, wie nennen wir die Schweine? Das sind Simon und Always Crafter. Ja, Simon und Always Crafter. Okay. Warte, ja. Haben wir nicht einen Nametag? Nee, haben wir nicht. Wo willst du denn den Nametag her? Ja, keine Ahnung. Rein. Vielleicht hätten wir eins. Ja, Schwein. Gefunden. Ja, sie sind eingesperrt. Und jetzt mach die bitte einmal Baby, danke. Jetzt haben wir Baby. Wer gibt das? Wer ist dann Baby? Lol, wir haben ein Baby. Wir haben gerade zwei Männer gepaart, ja. Aber. Stimmt. Egal. Alles möglich in der Zukunft. Ja, wirklich. Wir sind hier back to the future. Wie heißt das Kind? Ist die Frage.
Es wäre lustig, wenn jetzt halt wirklich Dings, Simon und Always Crafter, wenn die das hier sehen würden. Wieso brennt das Huhn? Achso, das ist die Fackel. Oh mein Gott, ich dachte gerade. Wieso brennt das Huhn? Ich dachte, ich habe hier eine Fackel gesehen. Warum brennt das Huhn? Also wäre es meine Folge, wenn ich aufnehmen würde, ich das als Folgentitel nehmen. Warum brennt das Huhn? Ja, wirklich, das mache ich auch. Nee, okay. Wenn das Simon und Always Crafter sehen, kriegen das Simon und Always Crafter. Ihr dürft euch einen Namen für euer Kind in die Kommentare schreiben, ja? Oder auch einfach auch schon die Zuschauer, wenn sie es nicht sehen, könnt etwas in die Kommentare schreiben. Okay. Now. Wenn ihr kreativ seid und Namen reinschreiben. Könnt. Wenn ihr schreiben könnt. Wenn ihr schreiben könnt. Hast du noch Fackeln? Ja. Kann ich ein paar abfahren? Hab ich nicht. Sorry. Ja, nee, wir haben ja noch viel Kohle im Ofen. Ja, aber wie, du machst einen Ofen komplett leer. Wie sag ich mal, einen Samen? Nee, ich nehme einfach so 2, 3 raus. Oder 4 auch. Ja, 2, 3 ist erlaubt. Junge, so geht das denn nicht. Oh, da kam wieder ein Huhn raus! Meine Stimme ist so cracked. Ja, ich dachte auch gerade. Du wirst langsam erwachsen, ne? Oh, da kommt noch mal ein Huhn raus! Oh. Alter! Digga, diese Kuh. Das ist diese. Junge, freaking Paula. Irgendwann bekommst Paula du auch noch einen Freund, Alter. Irgendwann reiert Paula uns dann noch auf die Wiese. Ja, wirklich, aber komplett. aber was soll sie denn reiern? Sie frisst ja nichts, sie fährt ja den ganzen Tag Achterbahn. Ja, Milch kann sie reiern von mir aus. Ja, aber wirklich, sie ist so ein Opfer. Sie fährt halt sie nur ist, zu. Sie ist kein Opfer, sie ist die Auserwählte. Oder das, je nachdem, wie man es sieht. Wir sehen das alles positiv, und nein, ja. Ich mach dich mal noch andere Richtung, vielleicht. Ja. Vielleicht mal Richtung. Ist ein bisschen angenehmer dann. Maybe. Ich hab eine Idee. Wir können Paula auch was Neues mal ermöglichen, ja? Okay. Jetzt bin ich warte, lass mich mal kurz ein bisschen experimentieren. Ich brauche dafür ein bisschen das hier. So. Ja, wir müssen nur Paula einmal kurz anhalten. Kein Redstone mehr für dich, Paula. Paula ist eine Kuh? Nein. Wobei ist dein Video. Ob du Werbung machst, Kuh. Ist das deine Sache. Stimmt, ist mein Video. Du willst keine Paula-Werbung? Nee, eigentlich nicht. Wieso nicht? Werbung. Unbezahlte Werbung. Weißt du, du kriegst ja kein Geld dafür. Ja, kannst du trotzdem ja Werbung machen. Ich hab da noch nie irgendwie Paula irgendwie was gegessen. Guck mal, wir haben die Schwecke für Paula Köder gemacht. Oh ja. Jetzt hat sie ein bisschen Abwechslung. Ja, sie fährt sogar noch größere Kreise. Ey, guck mal, jetzt spinnt sie sich die ganze Zeit. You spin me right round. You spin my head right round. Nein, nicht singen, right sonst round. Gibt's Copyright. Wahrscheinlich kriegen wir Copyright dafür. Oh, du hast das hier echt schlau gemacht mit dem Wasser. Ich hab vor allem gerade etwas Schlaues rausgefunden. Ich mache jetzt Red-Taktik. Ja. Aber. Mach das. Ja, wir haben sogar noch eine Kiste. Guck mal, wie schlau ich bin. Achso, die hast du schon gelootet. Was denkst du, wo ich die her hatte, die Smaragdinger? Ich fragte mich eben, wo hast du denn die Kiste gefunden? Och Junge. Ich hatte schon so Freude, dass ich so jetzt geil, weil du auch so, guck mal, wie schlau ich bin und dann guckst du in so eine leere Kiste. Mann. Och, das ist jetzt asozial. Ich bin immer asozial, das weißt du. Ja. So, ja, guck mir mal nach, was wir noch machen können als Erfolge. Wollen wir... Ich weiß nicht. Ach, Digga, scheiß drauf. Wir müssen... Wo sind jetzt die Zäune? Hier. Wir brauchen Zuckerrohr. Ohne das Zuckerrohr... Ich hab eine Idee. Social Experiment machen wir jetzt. Aber wenn mach das nicht mit Wasser, losgeht, sonst schwemmt es das raus. Ich mach kurz ein Server-Backup. Das kommt nicht gut, Red. Was denn? Nein. Es geht aber nur dafür, dass wir ein Backup haben für den Notfall, falls das schief geht. Ja, falls es... Disconnected? Ja, ich glaube, weil der Server sich deswegen kurz Backup macht. Okay, aber weißt du was, das ist der perfekte Zeitpunkt. Leute, das war's mit diesem Video. Wenn ihr wissen wollt, was Red für eine kranke Idee hat, schaut bei Red vorbei, lol. Dann schaut das Video lol. Bei ihm. Lol. Okay. Leute, das war's mit diesem Video. Lasst ein Like und ein Abo auf beiden Kanälen. Schaut überall vorbei. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi.